die Baseballs Band. Also Teufelskerle. Und ihr Getränk des Tages, heute ein leckerer Wiki. Sag mal da so zu. Williamsbirne. Achso. Ja, also da freut sich die Band besonders. Schön ist Stefano. Ja, der kommt aus Italien eigentlich. Ja. Und der ist noch ganz artig. Der trinkt alles, was wir ihm geben. Ja. Das ist eiskalt. Die anderen meinen schon so. So, wir versuchen nochmal eine Geschichte zu erzählen. Oh ja. Oh ja. Zu unserem letztjährigen Highlight. Als wir dann irgendwann auch alle komplett in Memphis angekommen waren, waren wir im Zahnstudio. Und bis zu diesem Moment haben wir immer gesagt, Wer kennt denn die Sun Studios? Also für die, die es nicht kennen, es ist kein Sun Studio im eigentlichen Sinne. Man geht in die Kleine, kommt braun wieder raus. Sondern es ist eigentlich ein Tonstudio, und zwar ein sehr altes. In dem Studio hat nämlich schon Elvis Presley recorded. Warte, dass ich das anzeigen muss. Jedes Mal, wenn Elvis fällt, müsst ihr ausrasten. Komplett. Ich war gerade so überrascht, dass sie so reflexartig reagiert haben, weil ich aber gerade so geguckt habe. Auf jeden Fall haben wir, bis wir dort waren, uns immer vorgenommen, wir werden niemals Originale aus den 50ern aufnehmen. Wie gesagt, bis wir da waren. Da kamen wir da nicht drum rum, beziehungsweise wollten wir auch nicht drum rum kommen, vor allem Sam nicht. Und wir haben natürlich vor allem angefangen mit dem ersten Song, den wir jemals als Baseball zusammen gespielt haben. Genau, 2007 haben wir uns getroffen. Nicht in Memphis, in Berlin. Das ist fast so geil. Ich war zu spät. Aber nur ein Jahr. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir die gleiche Musik mögen. Und dann haben wir gesagt, hey, lasst uns doch einfach mal einen Song spielen. Und der nächste Song, das war genau der Song, von dem ich gerade gesprochen habe, ist geil. Wenn ihr den Song kennt, genießt ihn und singt mit. Basti, du fängst an. Bitte vor. Also hier. So, trete vor. Trete vor. Euer Durchlauf. Auf das X. Versemmel bitte keinen Ton, das ist eine Falltür. Ja, ich fühle sich so ein bisschen an wie. Fühlt sich ein bisschen an wie so eine neue Castingshow. Na, guck mal, der gelbe Zettel da unten, der ist ja schon. Ja, halt mal hoch, dass das auch alle sehen. Ohne zu wissen, was Basti da jetzt gerade verzapft. Wir hatten es ja vorhin, ich wollte schon immer mal auf die Matte gehen. Weißt du, das ist doch, wenn du doch eine Ticket hättest, dann hätte der Boden auch schon diesen Ding hochgehalten. Auslandsrecall, irgendwann wird es auch mal was mit mir. So, achtet auf Bassis Schulter. Ich stelle mich übrigens beidbeinig hin, um der Falltür aus dem Weg zu gehen. Beidbeinig? Er stellt sich tatsächlich beidbeinig hin heute. Reitbeinig. Achso, alles klar. Auf den Freunden deines Schulters. Auf den Freunden meines Schulters, genau. Ah, es ist Sonntag, ne? Mal mehr. Ja, jetzt komm mal. So, Rummi, locker machen. Oh. Well, it's one for the money. Schönen Abend noch, Aschaffenburg. Ciao. Bleib doch noch ein bisschen. Den Zettel ist noch Background. Den Zettel hat er jetzt nicht gekriegt, ne? Ich will erst sehen, was noch kommt. Hat er jetzt nur eine Chance, diesen Zettel zu bekommen? Ich möchte. Den Zettel, kann er den Zettel jetzt auch noch bekommen? Ist das ein Multiple-Choice-Zettel? Das ist ein Wanderpokal. Hast du ihn eigentlich aus deinem T-Shirt geschnitten? Das hat die gleiche Farbe, oder? Schreib mal schnell Recall auf meinen Rücken. Hier ist das Schere. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt toppen soll, was der Basti gerade fabriziert hat. Ich stelle mich jetzt auch noch mal breitbeinig hin. Beide. In der Falltür. Bei mir haben sie mehr gejubelt. Ja, ich weiß. Das Show. Nicht
Elvis. Das war billig. Aber geil. Elvis. Elvis. Zweimal Elvis. Three again, man. Lose my shoes.